Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute backen wir die Pressburger Kipferl und das genaue Rezept findest du auf meinem Blog und ich verlinke es natürlich in der Beschreibung. Wir starten gleich mit der Nussfüllung und dazu werden wir die Walnüsse und Haselnüsse frisch runterreiben. Ich mache das Ganze mit der Trommelwaffe von Kenwood. Die bringt verschiedene Einsätze mit sich und wir nehmen hier den ganz feinen Einsatz, um ganz feine Nüsse zu bekommen. Jetzt kommen noch die restlichen Zutaten dazu, dann werden wir das Ganze noch vermischen und dann werden wir uns um den Teig kümmern. Für den Teig wiege ich jetzt alle Zutaten direkt in die Rührschüssel von der Kenwood ein, denn die Kenwood hat eine praktische integrierte Waage und dann geht schon ans Kneten. Der Teig ist fertig geknetet, aber bevor es weitergeht, decke ich den noch mit einem Tuch ab, denn der darf jetzt noch ein wenig rasten. Nach der Reifezeit portioniere ich jetzt den Teig in ungefähr 50 Gramm schwere Teigstücke, dann schleife ich die ein wenig rund und setze die derweil auf die Seite und dann geht es auch gleich weiter mit dem Füllen und Formen. Ich nehme jetzt ein Stück Teig, roll den mit einem Rollholz aus. Der Teig soll nachher eine schöne ovale Form bekommen. Wie ihr sehen könnt, in der Zwischenzeit habe ich mir auch schon die Nussfülle in einen Dressiersack hergerichtet. Dann nehmt ihr den Teigfleck, füllt in der Mitte die Nussfülle ein und dann schließt ihr den Teig einfach, indem ihr hier den Teig so überlappt und unten ein wenig festdrückt. Dabei sollte keine Fülle rausschauen, keine Fülle auslaufen. Dann nehmt ihr das Ganze, könnt ihr noch ein bisschen nachrollen, ein bisschen die Spitzen noch rausarbeiten und dann mit dem Schluss nach unten ein Kipferl, ein Pressburger Kipferl formen und dann so aufs Backblech setzen. Ich habe jetzt hier die ganzen Kipferl fertig und jetzt bestreiche ich alle einmal mit dem Ei. Dann lasse ich die nochmal ungefähr eine halbe Stunde stehen, damit das Ei trocknet. Dann wird es nochmal bestrichen. Dann lasse ich es nochmal trocknen und dann wird es gebacken, damit ich eben diese schöne, klassische, rissige Form bekomme. Ich habe die Kipferl jetzt insgesamt zweimal abgestrichen und zweimal trocknen lassen und jetzt geht's ab in den Backofen. Und so sehen meine fertig gebackenen Pressburger Kipferl aus. Wenn es dir gefallen hat, dann like, teil oder kommentiere unter dem Video und damit du kein weiteres Video mehr versäumst, abonniere meinen Channel, würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!